Digitale Bildgebung in der Zahnmedizin – Vorteile und Anwendungen. In der modernen Zahnmedizin hat die digitale Bildgebung eine große Rolle bei der Diagnose und Behandlung von Patienten eingenommen. Die traditionelle Methode der Röntgenaufnahmen wird zunehmend von digitalen Technologien wie Intraoralscannern, digitalen Radiografien und 3D-Bildgebungssystemen ersetzt. In diesem Video werden wir die Vorteile und Anwendungen der digitalen Bildgebung in der Zahnmedizin genau betrachten. Vorteile der digitalen Bildgebung. Einer der Hauptvorteile der digitalen Bildgebung in der Zahnmedizin ist die verbesserte Bildqualität. Digitale Aufnahmen bieten eine HIA-Auflösung und Kontrast als herkömmliche Röntgenbilder, was es Zahnärzten ermöglicht, kleinste Details zu erkennen und präzisere Diagnosen zu stellen. Darüber ein Viertel BER hinaus kann in digitale Bilder einfach manipuliert und bearbeitet werden, um bestimmte Bereiche zu vergrößern oder Kontraste anzupassen, um eine bessere Sichtbarkeit zu gewährleisten. Ein weiterer großer Vorteil der digitalen Bildgebung ist die Reduzierung der Strahlenbelastung FA ein Viertel R Patienten. Im Vergleich zu herkömmlichen Röntgenaufnahmen benötigen digitale Radiografien weniger Strahlung, um qualitativ hochwertige Bilder zu erzeugen. Dies ist besonders wichtig FA ein Viertel R Kinder und Schwangere, die empfindlicher auf Strahlung reagieren können. Darüber ein Viertel BER hinaus ermöglicht die digitale Bildgebung eine schnellere Diagnose und Behandlungsplanung. Mit digitalen Technologien kann ein Zahnärzte sofort auf die Bilder zugreifen, sie analysieren und mit Kollegen teilen, was die Kommunikation und Zusammenarbeit verbessert. Dies FA ein Viertel HRT zu einer effizienteren Patientenversorgung und Werke ein Viertel RZT die Wartezeiten FA ein Viertel R Diagnose und Behandlung. Anwendungen der digitalen Bildgebung. Die digitale Bildgebung wird in der Zahnmedizin FA ein Viertel R eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter die Diagnose von Karies, Parodontalerkrankungen, Zahnfehlstellungen und oralen Läsionen. Intraoralscanner werden verwendet, um präzise 3D-Modelle der Zahnhöhle und des Kiefers zu erstellen, die FA ein Viertel R die Planung von Zahnimplantaten, Kronen und Bra ein Viertel Zecken unerlässlich sind. Darüber ein Viertel BER hinaus ermöglicht die 3D-Bildgebung eine präzise Darstellung von Weichteilstrukturen wie der Zahnwurzeln, des Kieferknochens und der umgebenden Gewebe. Dies ist besonders wichtig FA ein Viertel eher komplexe chirurgische Eingriffe wie Weisheitszahnentfernungen, Wurzelkanalbehandlungen und Kieferorthopädie. Digitale Radiografien werden häufig FA ein Viertel eher die AO-Überwachung von Zahnfleischerkrankungen und zur Erkennung von Karies verwendet. Mithilfe von Bildverarbeitungssoftware kann ein Zahnärzte kleinste Veränderungen im Zahn oder im Kieferknochen erkennen, die mit bloßem Auge nicht sichtbar waren. Dies ermöglicht eine freiviertelzeitige Diagnose und Behandlung von oralen Problemen, bevor sie sich verschlimmern. Zusammenfassung: Die digitale Bildgebung hat die Zahnmedizin revolutioniert und bietet zahlreiche Vorteile FA ein Viertel R Patienten und Zahnärzte. Die verbesserte Bildqualität, die Reduzierung der Strahlenbelastung und die schnellere Diagnose und Behandlungsplanung sind nur einige der Vorteile, die digitale Technologien bieten. Von der Diagnose von Karies bis zur Planung von Zahnimplantaten AEuro, die digitale Bildgebung spielt eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Patientenversorgung und der Genauigkeit der zahnmedizinischen Behandlung.